Hammer, nice. Haben die stehen lassen. Oh, wunderschön. 4-0 gegen. Haha, das ist. Ja, das kannst du schon nicht mehr aufholen. Ey, leck mir die Nüsse. Nee, kannst du aber nicht. Machen die frisch, ey. Wie kann man denn 4-0 gegen fucking Barcelona gewinnen? What the fuck? Ja. Darf echt nicht wahr sein. Schon ätzend. Ich würde mal sagen, die anderen beiden Halbfinalisten werden sich jetzt schon ziemlich derbe in die Hose scheißen. Weißt du, Dortmund wird bestimmt auch morgen 4-0 gegen Real. Ja, auf jeden Fall. Oh Mann. Die das Dortmund. Traurig. Jetzt wünsche ich mir schon fast gar nicht, dass die Dortmund im Finale sind gegen Ohne Scheiß. Aber dann werden die Dortmunder dann noch im Finale 5-0 abgefertigt oder so was. Da will ich gar nicht geil, meine Pinnwand da voll sehen, ey. Ich würde mal sagen, das ist echt. Aber deutsches Finale Alter, in Wembley fände ich aber ziemlich cool eigentlich. Weißt du, heute noch alle gegen Bayern gewettert, kaufen Dortmund kaputt, hoffentlich verlieren sie heute gegen Barcelona und jetzt gewinnen die dann noch, so genial, ey. Hadi, du weißt, dass du deine Aussagen hier nicht wieder löschen kannst, ne? Ist mir egal, ich sag ja gerade gar nichts, ich freue mich einfach nur, dass die Hater heute ein bisschen das Nachsehen haben. Ja, das ist hier echt Champions League Halbfinale, Episode 5, das Imperium schlägt zurück, ey. Dass sie einfach nur geil sind. Money. Sag mal, Johnny, kannst du eigentlich mal verraten, wo Messi ist? Von dem habe ich heute noch gar nichts gesehen. Ich weiß auch nicht, den haben die als Gartenzwerg irgendwo abgestampft. In der Arroganz. Also, Schaffe wir haben. Also ich bezweifle irgendwie, dass sie das Ding jetzt zu Null nach Hause. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie in den letzten Minuten vielleicht. Ja, ich habe das Gefühl, die sollten mal die Schweden alle einwechseln, damit die noch ein 4-4 rausholen, die Barca-Leute. Aber ich glaube, die haben nicht so viele Schweden, die Barcelona-Mannschaft. Das versteht Harry nicht, jetzt überfordert. Ne, stimmt, das ist auch zu hoch für ihn. So, Quelle weg, Quelle weg. Müsste es ja eigentlich alles verschwinden. Ja, aber guck mal, allein so ein Messi, was will der gegen so jemanden wie Dante machen, ja? Gegen Afro-Dante, da machst du gar nichts. Gegen den Great Skiller. Afro-Dante, die neue Göttin der Schönheit. Afro-Dante. Naja, von wegen, die haben sich keine Tipps von Guardiola geholt, bla bla. Haben die bestimmt nicht. Shit. Ich hab jetzt an die gleiche Stelle hier wieder geplantet. Was ist denn los, Säppelchen? Ich versuche hier gerade das Wasser halbwegs so zu machen, dass das ist echt traurig, vernünftig hier runterläuft und nicht einfach alles überflutet oder einfach scheiße aussieht. Ja, wieso hast du denn die Erde nicht eingesenkt, wo du da drüber laufen lässt? Du baust halt hier so ein Sepp, zu. Ey, wieso hast du denn die neues Erde Material nicht angeschafft, Baumeister? In der Truhe. Was hab ich angeschafft? Ich hab neues Material angeschafft, Baumeister. Boah, Alter, leck mir die Nuss, Hab ich das Wasser geklont oder warum ist es weg? Naja, es wurde noch nicht. Muss die Bowl nicht mal langsam so ein bisschen nach innen gehen? Ja, genau, so. Das wollte ich jetzt machen. Achso, okay. Ja, genau. Und, ich bin am überlegen, ob ich die. Sollen die an den Rändern, also quasi unten, nicht auch noch ein Stück nach außen gehen? Ja, doch, schon eigentlich. Was hat das denn für ein Geräusch? Oh, achso, ein Creeper. Einer von den Bobbys. Was ist denn das für ein Scheiß? Das habe ich aber auch gerade gedacht. Ich habe mich umgeguckt. Boah. Leidern. Leiter, davon hat, glaube ich, Peter genug gebaut. Ich habe satt und genug in die Truhe gepackt. Na, ja, hab ich gesehen. Hm. So. Wofür braucht man Alter, ey, wie kann man denn 4 fucking 0 gewinnen? Damit ich die Bowl hochkomme. Oh Gott! Warte, da dreht sich mir der Magen durch. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Wir haben die Leitern gebraucht, um zu dem Nether-Portal zu kommen, weil 200 Blöcke über der Erde. Gar nicht wissen, wie die Bild jetzt titelt, was ist denn hier? Aber Hardy hört mir eh nicht mehr zu. Ja, was denn? Guten Morgen, ey. Ja, was wolltest du mir denn sagen? Nix, alles okay. Du hast einfach nur eine Frage gestellt und dann warst du schon wieder Brain AFK. Okay. Weil du dich für andere Menschen einfach nicht interessierst, sondern nur für dich. Ja, mein Hardo ist ein krasser. Hardo. Das ist aber gemein. Ja, das war echt gemein. Tut mir leid, Hardy. Wobei, manchmal ist das die Wahrheit. Ja, das stimmt. Manchmal ist es tatsächlich die Wahrheit. Manchmal meint er eigentlich immer. Das stimmt doch gar nicht. Was ist denn hier meine Quelle? Ja. Und das stimmt doch gar nicht. Heute hat sich Hardy über die ganzen Dortmund-Hater interessiert, sonst hätte er ja nicht den Schwanz eingezogen das bei dem Post. Ja, das ist nur generell Prestige gewesen. Mehr war das nicht, das war sonst nix. Das war reines Kalkül. Also ich bin mal dafür, dass ihr alle Dortmund-Fans die Hardy-Seite disliked. Alter. Nein, natürlich nicht. Wenn die dann jetzt echt einfach nötig haben, dann sollen sie das machen. Ja, dann Moment, da müsste ich nochmal rechnen. Dann hätte Hardy ungefähr so viele Likes wie ich.
Du weißt ja gar nicht, wie viele überhaupt sind. Genau, Jay. Ja, ungefähr ein Drittel von HD, meine zwei Drittel. Zwei Drittel, ja, auf jeden Fall. Fußballfans direkt. Noch Formel 1 alles Fans. Fußballfans. Wie viele Fans oder wie viele Zuschauer oder Likes sind schon mal fremdgegangen? Welche haben sich den Intimbereich rasiert? Ja, 20 Jahre, Leute, 20 Jahre, dann sind wir soweit. Spätestens. Was haben wir dann? Alle Intimbereich rasiert, oder was? Kannst du jetzt auch schon irgendwie... Au, ruckel, bei mir... Ich glaube, mein Minecraft ist abgeschmiert. Juhu! Drei, zwei, eins. Jetzt sind wir wieder da. Ich glaube, mein Minecraft hat sich gerade mal eben verabschiedet. Ja, Sepp, jetzt fängt die Stunde Aufnahme aber wieder von neuem an, ne? No! Kannst nicht machen. Ja? Besorg gerade Holz. Hab ich schon. Oh, hast du schon? Na, ich ja, passt sechs. Warum hoch? So. Okay. Und das erstmal. Nachdem du mich abgezockt hast wie ein... Statt Holz, weil ich verbaut habe, hab ich auch gefarmt. Ohne Scheiß, wer soll denn die Bayern schlagen? Die schwächen sich wahrscheinlich nächste Saison mit dem Guardiola einfach. Ja, auf jeden Fall. Damit die Liga wieder spannend wird und mit Götze. Ja, haben sich erstmal die Bobby-Spieler gekauft. Genau. Wieso kaufen die sich nicht die Fürther Mannschaft? Die sind doch auch voll die Gefahr für die Liga. Um nochmal die Fürther Fans abzustacheln. So, komm Bayern, 2 Minuten noch, ey. Da geht ja wohl noch was. Echt, Hadi, ich sehe hier keine. Boah, wie geil! Alter, Hadi, du musst unbedingt jetzt gucken. Da kommt eine richtig geile Sequenz mit Robux. Lol, ich hab das Ding ins Gesicht geworfen. Das gibt ja wohl rot. Das gibt ja. Oh, gelb! Aha. Alter, war das geil. Wir sind Barcelona, wir sind frustriert, weil wir voll krass verlieren. Was ist das für eine Scheiße denn? Oh mein Gott, ohne Scheiße. Lol, Alter, das ist aber echt assi. Was soll das denn, ey? Was hat er denn gemacht? Der hat beim weißt du, Rom wartet für den Ball beim Einwurf. Der Jordi Alba hat den Ball in der Hand. Will den Rom geben und schmeißt ihm den ins Gesicht. Das war echt assi. Oh mein Gott, angepisst. Warum gibt es für sowas eigentlich nicht rot? Das ist ja echt grob unsportlich, ey. Ja, das ist schon ein bisschen wirklich unsportlich. Aber er misst dafür das nächste Match. Ja, hammer schlimm. Das nächste Match, die fahren auch sowieso nach Hause. Ja, die fahren nach Hause. Vor allem, wenn da gewinnen sie 5-0. Boah, Peter, ey, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Peter kennt sich besser aus mit Bayern als Hadi. Das war jetzt aber im übertragenen Sinne gemeint. Du. So, bitte zu. Ja, das stimmt. Also bei einer 0-4-Klatsche gegen wenn ich bei FC Barcelona spielen würde, dann wäre ich aber auch geknickt, ohne Scheiße. Ach. Ich glaube nicht, dass die damit gerechnet haben. Ach, ey, die haben bestimmt damit gerechnet, dass sie verlieren, war aber nicht so hoch. Was denkst du, wie die Quote in Britannien ist, für wenn du darauf getippt hättest? Müsste man eigentlich mal gucken. Ah, ist wahrscheinlich wieder Wettmafia am Start. Aber eigentlich fand ich es jetzt ein bisschen schade, dass Robben nicht zu Boden gegangen ist und erst mal 2 Minuten liegen geblieben ist. Das hat er in dem Spiel nicht nötig. Natürlich. In dem Spiel hat er das leider nicht nötig. 3 Minuten Nachspielzeit, ja, da geht ja wohl noch was. Komm, Robben, rech dich nochmal dafür. So, irgendwie so lassen wir es erstmal und machen mal ein paar Sachen. Meine 4-0 ist schon. Pete, was denkst du, wie viele Felder sollte man nach innen gehen? Kann man noch die Fackeln dran machen? Ach, leck mich! Mein Minecraft juckelt hier voll durch die Gegend. Was ist denn jetzt hier los? Drei, zwei, eins. Bis sie? Mal mehr sind. Bis ich halt vermehren kann, das dauert ewig. Achso. Ich habe gerade nur 2 gehabt und jetzt vermehre ich die gerade. Nicht vergessen zum Scheren, ne? Grasboden, damit die fressen können. Ja, Plant, danke. Habe ich gemacht. Weißt du, ich brauche neue Wolle, ich habe keine mehr. Ah, ich gehe schon wieder rein, Junge. Ja. Okay, dass der auf der Habt ihr irgendwie konstant arbeitet. Einen, der irgendwie scharfe Scheren geht? Muss ja schon. Weil wir brauchen echt ganz schön viel Wolle. Mal fett. Mach dir mal so lang ein paar Scheren.
Ja, das ist eine gute Sache. Eigentlich muss einer die ganze Zeit Scheren machen, der andere muss was die ganze Zeit fahren. Was habt ihr jetzt eigentlich für Text, Chapex? So, 13 Scheren habe ich mal kurz erstellt. Ich hab Miso gerade drauf. Ich hab im Moment das von Pete's Meat. Dann kann ich mal ganz kurz pinkeln gehen. Ja, irgendein Zuschauer von uns hat ein Texture-Pack erstellt und das habe ich im Moment drauf. Was macht denn die Spinne da oben im ersten Stück? Gucken. Ist eigentlich ziemlich cool. Jetzt viel, ey.